Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Ich freue mich, dass wahrscheinlich der bekannteste Irishman im Badnerland bei mir zu Gast ist. Sean Tracy. Hallo. Welcome. Thank you. Schön, dass es mal wieder geklappt hat. Ja, der bekannteste Irishman im Badnerland. Wahrscheinlich der einzige, oder? Ah, nee. Naja, ganz so ist es nicht. Sean, man kennt dich vor allem mit der Sean Tracy Band als ganz bekannter Musiker. Wann hat es dich eigentlich ins Badnerland verschlagen? Ich kam offiziell 1987. Okay. Ich kam nach Deutschland 1985, habe ein bisschen mal im Badischen Raum gespielt, schon in der Zwischenzeit, aber zum Wohnen, also fest lebend war ich hier dann ab 1987. Das heißt, du bist als Musiker erstmal rumgetourt, hast dir die Gegend angeschaut? Genau, ein bisschen vorsichtig angeguckt und dann war die Badisch von mir so sympathisch, dass ich dann unbedingt hier sein müsste. Wie sehr hat sich's eingebadischt bei dir nach über 30 Jahren? Oh, ja, was kann man dazu sagen? Also ein bisschen geht schon mal. Ein bisschen schon, ja. Außerdem bin ich jetzt eingedeutscht sogar. Ich habe jetzt die deutsche und irische Nationalität, jetzt nochmal Bürgerschaft. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe jetzt über die Hälfte meines Lebens jetzt hier in Karlsruhe verbracht, musst du dir vorstellen. Ja, aber trotzdem wollen wir über Irland gleich noch ein bisschen reden, vor allem über das Thema Irland bleibt in der EU und es gibt den Brexit. Da haben wir einen profunden Gast, Sean Tracy in der Martin Wacker Show, gleich mehr. Ja. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. The Irishman in Karlsruhe, yes. Sean Tracy, ist mein Gast. Und bevor wir noch ein bisschen weiterreden, natürlich auch über Irland, über Deutschland, über wie die Badener und die Iren miteinander auskommen, reden wir doch erstmal über dich in den 10 Fragen in 60 Sekunden. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Dein Sternzeichen? Jungfrau. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Sowohl als auch. Sowohl als auch, okay. Ja. Ich lebe fest zusammen. Okay. Deine Lieblingsfarbe? Türkis. Türkis. Okay. Hast du ein Haustier? Habt ihr ein Haustier? Nein. Hättet ihr gerne eins? Nein. Okay. Ich nicht. Welches Poster hing in deinem Jugendzimmer, damals noch in Irland? Donna Summer. Donna Summer? Ja. War das auch dein erstes Vorbild? Nein. Nein, sie sah nur sehr, sehr schön aus. Und hast du ein Vorbild gehabt? Ja, Neil Young, Beatles, Eagles. Oh, es waren einige und ein paar sind auch noch hängen geblieben, reden wir später drüber, die bringst du ja auf die Bühne, machst sie wieder lebendig sozusagen. Wie sieht es bei dir aus mit der Musik? Eher so die Generation CDs und Schallplatte oder hast du auch Spotify Premium? CDs und Platte. Ja. Ich bin ziemlich Banauser, wenn es um Welcome in the Club. Und wie bist du unterwegs, vegetarisch, vegan, Fleischesser? Fleischfresser. Fleischfresser. Die Martin Wacker Show, schon wieder ein Fleischfresser bei mir zu Gast und gleich mehr mit Sean Tracy. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle, Sean Tracy ist mein Gast. The Irishman im Badnerland. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du bist länger im Badischen, als du in Irland warst. Ja. Wo bist du in Irland groß geworden? Kilkenny ist meine Heimstadt. Das Kilkenny, ist eine wunderschöne mittelalterliche Stadt. Wo das Bier herkommt. Ne? Genau, genau. Und die Brauerei waren bis vor kurzem mittendrin in der Stadt. So wunderschön. Man könnte immer diese Höpfen riechen. Immer. Da wird man Kilkenny-Fan. Es gibt ja eine Geschichte, Kilkenny heißt ja in Irland nicht Kilkenny, sondern Smithicks. Konnte wahrscheinlich keiner aussprechen, oder? Genau, deswegen, so war das ja. Die Familie, die Brauerei, das früher eine Familienbrauerei war unter der Familie Smithicks. Was ist sehr schwer auszudrücken. Vor allem ist es ganz anders ausgesprochen, als es geschrieben ist. Ja. Und dann das auf der europäischen Markt dann besser zu verkaufen, haben die es einfach Kilkenny genannt. Es wäre so, wie wenn ein Bier aus Karlsruhe heißt. Richtig. So heißt Kilkenny und nicht, ach, ich sag's mal, das Mikrofon muss halten, Smithicks. So ist es. Ja, genau. Habe ich es richtig gesagt? Okay. Sehr gut. Wenn ein Ire ins Badische kommt, muss er ja über die vielen Jahrzehnte Gemeinsamkeiten erkennen oder große Unterschiede. Wo sind die größten Gemeinsamkeiten zwischen dem Badener und dem Iren? Es klingt vielleicht klischeehaft, aber die Mentalität finde ich sehr ähnlich. Mhm. Also diese und vor allem, was mir sehr gefällt, ist dieses singende Dialekt, das im Badischen ist. Klingt sehr wie das südirische irische Akzent auch. Das vor allem. Also müsst ihr einen Song wahrscheinlich auf Badisch mal aufnehmen. Das könnte ich auch mal, das schönste Land in Deutschland. Okay, wir haben einen Plan. Das Badenerlied interpretiert von Sean Tracy. Demnächst mehr und demnächst mehr von ihm mit der Martin Wacker Show. Ich auch. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Bei mir ist Sean Tracy weiterhin.
ein Ire, der im Badischen sesshaft geworden ist und der sich hier richtig wohlfühlt. Richtig. Wie oft bist du noch in der Heimat und was gibt es so eine Ecke in Irland, wo du sagst, neben Kilkenny, der Heimatstadt, das muss man mal erlebt haben. Ich zum Beispiel bin großer Fan, West is the best, Galway, diese Ecke. Wo würdest du uns hin empfehlen? Da, auf jeden Fall. Kilkenny empfehle ich allerdings schon in voller Vorderung, weil es ziemlich zentral ist. Mhm. Die Stadt selber ist wunderschön. Ich sage es nicht nur, weil es daherkommt. Es ist wirklich sehr viel zu sehen dort. Und in die Umgebung. Westküste, dann muss man unbedingt mal hin, Richtung Galway, Doolin, Cliffs of Moher, Connemara und diese ganze Gegend. Natürlich Südwesten in Kerry ist auch wunderschön, aber da gehen alle die Touristen hin. Es gibt aber genug Geheimecken überall in Irland, wo man auch mal hingehen kann. Und du bist regelmäßig noch dort? Und ja, ich gehe mindestens 3-4 Mal im Jahr. Gut, mein Sohn lebt ja jetzt auch mal mittlerweile, der ist jetzt 26. Meine Mama lebt noch und meine Geschwister sind auch alle noch da und ich besuche sie so oft, wie ich kann. Und die irische Musik ist überall präsent in den Pubs. Irland ist wirklich ein Land der Musik. Gibt es denn irische Musikvorbilder auch für dich? Du hast vorhin die Eagles genannt, du hast Neil Young genannt. Gibt es so Musiker in Irland, die dich auch geprägt haben? Ja, das ist es wunderschön, glaube ich, an der irischen Musik. Es gibt nicht nur diese moderne Rockmusiker, die mich auch mal beeinflusst haben in meiner Jugend auch, sondern die alte irische Sachen auch mal. Also alles von Dubliners, Wolftones, Planxty, dann gab es auch mal die moderner irischen wie Horslips oder Moving Hearts, damals, die sind alle, jetzt gibt es sie gar nicht mehr. Und dann natürlich die U2s und Rory Gallagher und alles von dieser Welt auch mal. Den Lizzie, Hot House Flowers, ich könnte nicht aufhören. Ein so kleines Land mit so vielen fantastischen Musikern, einer davon ist Sean Tracy, gleich mehr von ihm in der Martin Wacker Show. Das hast du schön gesagt. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Sean Tracy ist mein Gast. Der Badener in Irland, ist er dann Badener? Im Badischen ist er Ire. Aber vor allem ist er hier einer der angesagtesten Musiker mit der Sean Tracy Band. Über 30 Jahre. Ich glaube, gefühlt hat dich schon jeder hier in der Region irgendwo mal gehört. Auch kein Wunder. Bei so vielen Auftritten hast du mal überschlagen, wie oft ihr gespielt habt live? Das muss ich mal überlegen, wenn wir so manchmal von 100 bis 200 Mal im Jahr, und das über 30 Jahre, wir mussten schon auf die 6.000. 6.000 Auftritte? Das ist der pure Wahnsinn. Locker, ja. 3-4 Mal die Woche. Das ist der pure Wahnsinn. 6.000 Auftritte mit der Sean Tracy Band. Schauspieler fragt man manchmal, wenn man immer dasselbe auf der Bühne spielt, wird es nicht irgendwann langweilig? Frage ich dich auch. Ah ja, das ist aber das Schöne an Musik, weil wir entwickeln uns immer mit neuen Sachen. Wir haben neue Projekte. Wir lernen immer, das ist das Schöne an einem alten Mann wie ich jetzt, dass ich auch mal immer noch lernfähig bin, neue Musik zu lernen, neue Künstler zu interpretieren und dann natürlich die eigene Musik auch nochmal weiterzuentwickeln. Also immer neue Inspiration und vor allem neue Vorbilder auf die Bühne zu bringen. Ihr macht unglaublich viel schöne Tribute. Geschichten. Wen habt ihr euch da rausgepickt? Welche Bands? Wir haben drei hauptsächliche Themen aus unserer normalen Covergeschichte. Einmal Neil Young, wir nennen das When Neil Was Young, als Neil noch young war. Und dann haben wir ein Eagles-Tribute-Projekt, die wir Treagles nennen, also zusammen zwischen Tracy und Eagles, also Treagles. Und dann haben wir noch dazu ein irisches Projekt auch. Und auch neulich haben wir auch jetzt seit neuestem ein Country-Music-Projekt auch mal. Okay, also ein bisschen Irish Boss Hoss ist auch mit dabei. Ganz vielfältig, Sean Tracy. Gleich darf er sich verteidigen gegen Boss Hoss in der Martin Wacker Show. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Es gab gerade einen schrillen, wunderbaren Musikerschrei. Boss Hoss ist es nicht, was ihr macht. Aber mal auf der anderen Seite gesagt, ist es ja schon so, dass mit irischer Musik auch viel Traditionelles in Verbindung gebracht wird. Es gibt eine Familie, die hat uns so geprägt und war so viel unterwegs hier bei uns mit ihrem großen Bus und jetzt sind die Kinder doch wieder alle aktiv. Inwieweit prägt einen das selbst auch, dass solche Musiker mit so einem Programm so einen Erfolg haben? Wirkt sich das aus auf einen selbst? Nicht unbedingt auf mich selbst, außer dass ich den größten Respekt für diese Leute habe, dass die das alles zustande gebracht haben. Nicht vergessen, ein paar von diesen Kindern waren dreijährige Kinder, als ich zum Beispiel mal auf die Bühne stand. Und jetzt 30, 40 Jahre später sind sie immer noch aktiv und wie es aussieht, haben wieder großen Erfolg. Ja. Haben eine große Wiedergeburt quasi jetzt erlebt. Und das ist schön, es ist okay. Die Musik ist nicht unbedingt das, was mein Stil prägt, aber
Das ist okay. Respekt vor. Bist du den Kellys, einem Kelly schon mal begegnet? Ja, Joey habe ich getroffen, aber das war im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, die wir gemacht haben. Der hat nicht gesungen, der war da als in seinem Geschäft als Sportler. Als Sportler, ja. als Extremsportler. Okay. Ja, genau. Ja. Also, keine Kontaktpunkte mit der Kelly-Family, selbst sehr, sehr erfolgreich. Und gleich wollen wir ein bisschen deine Irisch-Kenntnisse nochmal testen mit Wackers wahre Geschichte. Ich habe eine historische Geschichte rausgekramt. Bin gespannt, ob du drauf kommst. Okay. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Es gibt bei mir immer so einen kleinen Test. Zwei Tests eigentlich. Okay. Einen hast du noch vor der Nase, der heißt Stadtland Quatsch. Jetzt kommt Wackers wahre Geschichte. Ich suche immer was raus, was ihr so ein bisschen wissen müsstet, meine Gäste. Diesmal geht es um Irland. Ein Sprichwort sagt ja, in Irland ticken die Uhren langsamer. Slow Motion. Doch dieses Sprichwort hat einen realistischen Hintergrund. Warum? Ist es tatsächlich wahr, dass eine Uhr auf der legendären O'Connell Street in Dublin über Jahrzehnte mehr als 20 Minuten nachging und die alten Dubliner haben dann gesagt, beim Nachhausekommen, die Uhr geht nach, ich bin gar nicht zu spät vom Pub nach Hause gekommen, stimmt das? Oder kommt es daher, dass die ersten funkgesteuerten Uhren auch in Irland Einzug hielten und man wollte sich nicht nach der Funkstelle in London richten und speiste eine eigene Funkzelle ein? Leider war die fehlerhaft und 10 Sekunden langsamer, oder stimmt diese Geschichte? Bis zum Jahr 1916 bestimmte die Definition of Time Act von 1880 die Dublin Mean Time, gemessen am Dunsink Observatorium. Diese war 25 Minuten und 21 Sekunden hinter der Greenwich Mean Time, die normalerweise gegolten hat. Was stimmt? Was glaubst du? Welche Geschichte also es war? Erste hätte ich gewusst, wenn die Ausrede hättest du gekannt, ne? Ja. am realistischsten klingt die dritte. Die dritte. Ja. Und du hast tatsächlich recht. Es ist tatsächlich so, bis 1916 hatte Irland eine eigene Zeit. Man wollte nicht zu der Greenwich-Zeit leben. Und man war immer offiziell 25 Minuten und 21 Sekunden langsamer. Und wusstest du auch, dass obwohl wir die gleiche Zeit haben wie England, ist es nicht Greenwich Mean Time, die wir haben, sondern Central European Zeit plus 1. Genau. Ihr habt sozusagen unsere Zeit. Genau. Und lasst die Engländer alleine. Gleich reden wir über den Brexit in der Martin Wacker Show. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Sean Tracy ist mein Gast. Wir haben viel Spaß. Es geht irisch zu. Wir haben schon gelernt, eigentlich sind wir 25 Minuten hinterher. Different time. Yes. Reden wir über Differenzen, vor allem über das Thema Brexit, Großbritannien, Irland und Deutschland. Du hast jetzt zwei Pässe, den deutschen und den irischen Pass. Ja. Ich kenne viele fantastische Freunde aus Großbritannien, die richtig Angst haben vor dem Brexit, genauso wie ich auch Deutsche kenne, die auf der Insel arbeiten. Wie erlebst du das im Moment? Ich sehe es ziemlich gemischt. Ich sehe es aus einer irischen Sicht, wo Irland jetzt im Moment von Großbritannien auch beeinflusst ist oder wird im Moment, oder wie viel Ängste sie haben so was, über alles, was passiert ist, wenn die Grenze wieder hergestellt wird oder so zwischen Nord und Süd. Und dann aus einer europäischen Sicht nur wirklich. Und im Endeffekt habe ich ein bisschen meine eigene Meinung dazu. Ich bin wirklich der Meinung, dass in 2 Jahren oder 3 wir werden alle zurückblicken und sehen, was war das jetzt überhaupt, das Ganze mit dem Brexit? Es wird jetzt mal viel zu viel aufgeregt über irgendwas, was im Endeffekt nur irgendwelche Banker oder Großgeschäftsleute irgendwie betrifft. Und wir hoffentlich normale Leute werden nichts davon spüren. Nur leid tun mir vielleicht die junge englische Leute, weil die werden das vielleicht auch mal die werden bösen. Ja, die das nicht wollten und genau. Im Grunde genommen das Votum der Alten mittragen müssen. Ja. Sean Tracy ist mein Gast in der Martin Wacker Show, gleich mehr. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Sean Tracy ist mein Gast. Wir haben über den Brexit gesprochen, auch ein bisschen politisch. Wollen wir nochmal über die Musik reden, vor allem über die nächsten Pläne. Du hast von vielen Projekten erzählt. Wichtig ist auch immer, das Ganze mal auf, früher hat man gesagt, Schallplatte oder auf CD zu bekommen. Ihr geht ins Studio, habe ich gehört. Wir gehen jetzt tatsächlich jetzt endlich wieder im Studio im September und wollen unser Irisch-Projekt unterstützen mit einer irischen CD. Mhm. Das ist eine CD, allerdings nicht in klassischen Form von irischer Folk und Traditional Music, sondern eine Mischung aus ein paar eigene irische Stücke, alte irische Traditionals und modernere Sachen, auch mal wie zum Beispiel Thin Lizzy oder Rory Gallagher.
sehr spannend. Und diese traditionelle irische Musik hat ja auch wieder Erfolg. Also ist dieses Irland-Programm im Grunde genommen auch so ein bisschen eine Reminiszenz an die Wurzeln der irischen Musik? Wird es auf der CD auch ein bisschen zu hören sein? Dass, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Allerdings, ist das war immer in meinem Programm drin. Es war immer ein Hauch irisch dabei. Ja, und das ist jetzt auch mal irgendwas. Und wir haben gemerkt in der letzten Zeit, dass es sehr gut ankommt jetzt wieder, wenn wir ein bisschen mehr irisch noch dazu bringen. Dann auch mit den Instrumenten, mit der Boran und und Banjo und diese Dinge. Mandoline, Bouzouki und alles Mögliche. Ja. Freue ich mich ganz persönlich drauf. Gleich mehr von Sean Tracy in der Martin Wacker Show. Er muss sich dem Test stellen bei unserem Spiel Stadtland Quatsch. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Irish geht's heute zu Slaunche. Sean Tracy ist mein Gast. Und wir machen unter der Woche ein sehr gefährliches Spiel mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und jetzt gibt's die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Dein Buchstabe ist das D wie Dora. Und wir starten mit der Stadt. Dublin. Ein Land. Deutschland. Ein Tier. Dachs. Was zum Essen. Döner. Ein Musiker oder ein Schauspieler. Wie heißt die Frau? Dolo. Dolo. Dolo, genau. Jetzt. Ein Kosename? Depp. Ein Mordwerkzeug. Bitte? Ein Mordwerkzeug. Ein Mordwerkzeug. Degen. Es ist durch, der Degen gilt leider nicht mehr, aber du hast so schöne Kosenamen. Welches Wesen, das du magst, nennst du Depp? Niemanden jetzt. Also in der Band wahrscheinlich. Hätte Darling sein können. Darling. Aber wir lassen es gelten. Das heißt 6 richtige und damit hast du sie gewonnen, die XXL-Tasse. Da passt aber Auftritt auch mal ein heißer Tee rein. Oder super. Das Geheimrezept in Irland ist ja gegen Erkältung Hot Whisky. Oh ja. It's perfect for a hot whisky. Ja, ja. Der Martin Wacker Show auf der neuen Welle mit Sean Tracy. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Ein fantastisches Sonntagsfrühstück haben wir zusammen erlebt mit Sean Tracy. Very Irish. Hallo. Hallo. Sean, wir haben die nächsten Projekte gehört. Eine CD wird produziert. Ihr seid auch wieder auf den Bühnen der Region unterwegs. Gibt es denn für jemand, der über 30 Jahre 6.000 Konzerte gespielt hat, noch so einen musikalischen Traum? Du hast das irische Musikprojekt erwähnt. Du hast die Eagles erwähnt, Neil Young. Wer steht denn noch auf der Liste, wo du sagst, das willst du noch angehen? Das darf ich erst sagen, weil eigentlich sagen wir Living the Dream. Ich lebe diesen Traum jetzt schon und es ist wirklich so. Klingt schon wieder wie ein Klischee, ist es aber nicht. Mhm. Ich lebe dieses Leben sehr gern und das schon seit Jahren. Und alles, was ich mir wünsche, ist, dass ich das so lang machen kann wie Keith Richard. Okay, das ist eine lange Zeit. Ja, hoffentlich. Wie ist es mit der mit ein bisschen irischer Lebenskultur in Karlsruhe? Bist du zufrieden mit der Anzahl der Irish Pubs, der Möglichkeiten, auch ein bisschen Irland hier zu leben? Ist das okay für dich? Sehr, 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 sehr gut. Ich muss allerdings immer wieder rumgehen und die kontrollieren, zu gucken, dass die Qualität... Ich kontrolliere mit, Sean. Du machst mit. Und gibt es irgendeinen finalen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Irgendwas Irisches, was man unbedingt mal probiert haben muss, so ein Geheimtipp des Iren im Badischen. Say anything very special. Es gibt doch mal zum Beispiel hier in Karlsruhe, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, aber die machen auch mal Whiskys, ihr eigenes, zum Beispiel Rudi Vogel vom Vogelboy. Okay, Rudi Vogel Whisky. Ja, das sind sehr feine Whisky. Wenn das der Ire sagt, dann muss er schmecken. Ja. Diesen Tipp nehmen wir gerne mit. Sean. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Freue mich, dich bald wieder mal auf der Bühne zu erleben, beim 6000 ersten Konzert. Yeah. Und wir haben dann ein Guinness zusammen, machen wirklich Live-Slaunche. Hat viel Spaß gemacht. Und Ihnen noch ein schönes Sonntagsfrühstück, ganz ohne Guinness. Bis zum nächsten Mal.